Ich sage jetzt das nicht so glamouröse Leben eines Mädchens. Also, das kann man keinem erzählen. Ach, Leute, ich gar nicht. Ich sehe nichts. Wir nehmen euch mit, wie man das macht. Als erstes. Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, ein Gesicht, was ihr lange nicht mehr gesehen habt auf dieser Plattform. Tut mir leid, ich war nicht die aktivste. Aber jetzt habe ich wieder richtig Bock. Das sage ich jedes Mal, wenn ich ein neues Video mache. Jetzt habe ich wieder richtig Bock. Jetzt ziehe ich wieder richtig durch. Aber ich glaube, diesmal wird es wirklich was. Ich habe mir ein neues Setup gekauft. Was heißt neues Setup? Ich habe mir eine neue Lens gekauft. Damit habe ich jetzt so einen Weitwinkelmodus und jetzt sieht man viel mehr. Ich habe auch ein neues Mikro bestellt. Das ist zwar noch nicht angekommen, deswegen habe ich auch das alte. Aber darauf freue ich mich auch sehr. Ich filme jetzt einfach die ganze Woche mit, denn es geht in den Urlaub. Ich freue mich sehr. Ich habe richtig Bock da drauf. Heißt, dieses Video wird so ein kleines Glow Up with me, Organize with me und einfach ein Wochenvlog. Der Tag begann heute mit einem Fitting. Und zwar habe ich eine Stylistin, mit der ich immer ein paar Outfits zusammen raussuche für irgendwie Events oder irgendwelche Shootings. Wir haben uns jetzt auch zusammengesetzt und haben Outfits für den Urlaub rausgesucht, damit ich da halt auch Content shooten kann, beziehungsweise einfach coole Outfits habe. Ich kann euch auf jeden Fall ein paar Ausschnitte daraus posten. Ein Fit, was wir gerade angezogen haben, so auf cute mit so einem rosa Oberteil von Jacquemus und so einer Hose und ich finde die Sonnenbrille so geil. Sarah ist auch hier, sie hilft mir heute. Ich muss mal gucken, wie lang die ist. Also, das kann man keinem erzählen. Mein Bein ist hier. Kann man so rumlaufen? Ist das Fashion? Ja, das habe ich halt direkt morgens gemacht, deswegen kam ich ja nicht dazu, mein Skincare zu machen, deswegen mache ich das jetzt einfach. Es geht nämlich gleich auch in die Stadt, um ein paar Besorgungen zu machen, um einkaufen zu gehen fürs Essen später. Wir wollen uns so Fisch-Snacks holen, das zeige ich euch aber auch gleich. Auch ein neues Ladekabel für die Kamera, weil ich weiß nicht, was es mit dieser Kamera ist, aber ich verliere immer das Ladekabel dafür. Ich weiß einfach nicht, wo es hin ist. Ansonsten muss ich heute noch ziemlich viel bügeln, weil hier ist so ein hoher Wäschestapel. Und unten liegen halt noch meine ganzen Sommersachen, weil ich schmeiße Sachen alle in diesen Wäscheraum rein und es kommen ja immer wieder neue Sachen dazu. Und dann nimmt man halt immer erst die Sachen von oben und die Sachen da unten, die gammeln dann einfach vor sich hin. Deswegen muss ich mich darum kümmern, dass das mal wegkommt, weil ich brauche ja auch die Sommersachen. Jetzt benutze ich noch diese Creme von CeraVe. Das ist mit Sonnenschutz, da muss ich das nicht so doppelt machen. Diese Seife hier ist immer leer. Das jetzt auch. Viel mehr mache ich meistens morgens nicht. Nochmal durchkämmen. Habe ich gestern frisch gewaschen. Ich habe auch keine Extensions mehr drin, weil ich mir die für den Urlaub habe rausnehmen lassen. Weil ich da keinen Bock drauf habe, weil das während des Urlaubs einfach super anstrengend ist. Ich gehe aber Ende der Woche nochmal zum Friseur, um die Haare noch zu tönen und noch einen Schnitt reinzumachen. Spitzen sind richtig dünn. Die müssen mal wieder geschnitten werden. Ich sehe gerade, die Batterie ist fast leer. Das lieben wir gar nicht. Ich gehe jetzt einfach so los und nehme euch mit. Wir waren jetzt in der Stadt, haben uns einen Bubble Tea geholt, den ich auch schon halb ausgetrunken habe. Aber Leute, das ist der beste Bubble Tea Laden in Düsseldorf meiner Meinung nach. Sphere heißt der. Das ist meine Bestellung. Einfach geil. Ich habe vor ein paar Tagen einen neuen Spot in Düsseldorf entdeckt. Und zwar ist der Laden direkt neben dem Bubble Tea Laden. Und zwar heißt der so Boeing Go. Und zwar sind das so Fischwaffeln. So sehen die aus. Und das sind eigentlich ganz basic einfach so Waffeln in Fischform mit Nutella drin und das schmeckt so geil. Ich bin gerade dabei, so Reiseformulare auszufüllen für unseren Urlaubsort. Und zwar geht es nach Curaçao, habe ich ja noch gar nicht erzählt, glaube ich. Dafür muss man so ein Einreiseformular ausfüllen, ein bisschen so wie in Amerika. Das mache ich jetzt und dann muss ich bügeln. Cool, und hier die Couch aufräumen. Hier liegen die ganzen Klamotten, die wir eben beim Fitting angezogen haben und die muss ich gleich zur Seite räumen. Ich bereite jetzt was vor für das geilste Frühstück ever, also das ist wirklich mein Lieblingsfrühstück. Und zwar ist das so ein Avocado-Brot mit so eingelegten Zwiebeln und das ist key und es ist so geil und dafür bereite ich jetzt die Zwiebeln vor und zeige euch, wie ich das mache. Es ist nämlich eigentlich super einfach und Leute, oh, es schmeckt so gut, ihr müsst es bitte ausprobieren. Es macht dein Gericht von einer 5 von 10 zu einer 10 von 10. Ich habe erstmal meinen nervigen Pony aus dem Gesicht. Wir brauchen ein Einmachglas, rote Zwiebeln, einen Topf, Weißweinessig. What the fuck? Mein Licht ist kurz ausgegangen. Zucker, Salz und Pfeffer und getrocknete Lorbeerblätter. Jetzt tun wir ungefähr 150 Milliliter Wasser in den Topf. Nein, ich finde diesen Geruch so schlimm. Ich habe ein Problem und zwar ist bei meinem
Messbecher alles weggewaschen worden. Heißt, ich sehe diese Zahlen nicht so genau. Ich kann nochmal die gleiche Menge an Zucker da rein. Hier kommt dann jetzt noch Salz rein. Pfeffer. Mache ich immer einfach nach Gefühl. Nutze Lorbeerblätter. Da tue ich immer so zwei meistens von rein. Und das Ganze. Warum geht das nicht? Und das Ganze lasse ich jetzt aufkochen. Langsamer Prozess. Jetzt schneide ich die Zwiebeln und dafür muss ich Handschuhe anziehen, weil ich krieg diesen Geruch aus meinen Fingern gefühlt eine Woche nicht mehr raus. Und ich finde das so, so eklig. Ich bin da super empfindlich. Vor allem habe ich das Gefühl, dass es auch in meine Nägel irgendwie einzieht. Also manchmal riecht noch nur meine Nägel danach. Also einfach richtig ekelhaft. Deswegen einfach Handschuhe. Meine Augen haben alleine vom Schälen schon so krass angefangen zu drehen. Let's go. Boah, meine Augen, ey. Leute, meine Augen. Ach, meine Nase läuft. Ach, Leute, ich kann nicht. Ich sehe nichts. Ich kann nicht. Ach, zum Glück bin ich nicht geschminkt, ey. Eine harte Nummer. Ich habe mir gerade die Nase geputzt. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. In der Zwischenzeit ist das Ganze hier aufgekocht. Und das fülle ich jetzt in das Glas. Heiß zu machen. Oh mein Gott. Morgen sind die dann super nice zum Essen, aber das zeige ich euch eh nochmal. Das bleibt jetzt erstmal so geschlossen stehen. Wir machen jetzt Burger. Dafür macht Lukas jetzt eine Burgersoße. Smash Burger machen wir. Wir haben die krasseste Burgersoße ever gemacht. Drin ist einfach Mayo, Ketchup, Senf, Paprikagewürz, Knoblauch, Pickle Juice und Pickles, also eingelegte Gurken. Und Leute, es schmeckt so krass. Schmeckt so geil. Der beste Burger, den ich jemals gegessen habe, war New York bei 7th Street Burger, Leute. Dieser Burger war anders und ich schwör's euch, diese Soße schmeckt fast 1:1. Ja. Ich finde, es schmeckt richtig, richtig gut. Ich hoffe, wir bekommen das gut hin mit dem Smashen. Let's taste test this. Richtig geil. Kann ich, glaube ich, 2 von essen. Es ist der nächste Tag, jetzt geht's zum Pilates. Ich habe mir schon hier mein Gym oder Pilates-Fit geschmissen. Heute habe ich hier so einen Top von Puma an. Zum ersten Mal, das hat mir Dagi nämlich mitgegeben. Ich habe so eine Tilveo-Leggings an, die finde ich richtig nice. Ich muss jetzt was Kleines snacken, weil vor dem Pilates muss ich immer eine Kleinigkeit essen. Ich beiß jetzt einfach ein paar Mal in diesen Fisch hier rein mit Nutella. Ich weiß, super gesund vor dem Pilates. Normalerweise würde ich jetzt einen Corny-Riegel essen, aber wenn wir die Dinger schon da haben, dann why not? Pilates back vom Nagelstudio. Ich habe mir meine Füße machen lassen, denn ihr wisst, for the glow up müssen auch die Füße gut aussehen. Wir waren beim Bäcker bei der Bulle Bäckerei, beste Bäckerei in ganz Düsseldorf. Die haben ein richtig geiles Brot. Wir holen immer das Levorbrot, falls jemand interessiert. Und jetzt machen wir das ultimative Frühstück. Also es ist wirklich unser Lieblingsfrühstück, oder? Ist auch dein Lieblingsfrühstück? Ja, safe. Es ist so geil. Wir haben das in L.A. lieben gelernt. Und we continue the tradition here. Wir nehmen euch mit, wie man das macht. Als erstes nehmen wir das Brot und braten das an, damit es schön knusprig wird. Beiß ja mal rein, ja? Nebenbei mache ich mir jetzt einen Hydration Drink. Lukas hat das aus Dubai mitgebracht. So eine Packung soll dich so sehr hydraten wie viel Liter Wasser? 2 Liter Wasser? Ja, 2. Das sind so Electrolytes. Und das trinke ich jetzt. Nebenbei kann man schon die Guacamole vorbereiten. Wir haben kein Messer. Ah, das ist eine Spülmaschine. Boah. Wie geil sieht die bitte aus? Perfekte Avocado. Ich habe jetzt die Spices rausgeholt. Salt and Pepper, ganz casual. Und das, die Geheimzutat sind Chiliflocken. Ah, ich mache das später bei mir drauf. Ja, ich auch. Okay. Und zwar nicht in die Guacamole reinmachen, sondern erst danach so on top. Look at this, Leute. Wow. Crunch is real. Ich habe, wie gesagt, gebügelt und jetzt essen wir. Es gibt Sushi, our favorite food. Guten Morgen, ich bin eben aufgestanden und mache mir jetzt so einen kleinen Pre-Frühstück-Snack und zwar ganz normale Maracujas. Oh nein, Maracuja hingefallen. Aber es ist nur ein Ding rausgefallen. Ich sag, wie es ist, eine weiße Couch ist ein Fluch und Segen zugleich.
Es sieht sehr schön aus, aber die ist so anfällig. Sauer. Ja, was soll ich dazu sagen? It's a big mess. Darum kümmere ich mich jetzt. Ich habe keinen Bock, nach meinem Urlaub wieder zurückzukommen und in so eine unordentliche Wohnung zu kommen. Deswegen muss das alles vorher auf jeden Fall aufgeräumt werden. Ich habe gerade die Augenpads von Kaya drauf gemacht und gucke jetzt nebenbei ein bisschen was und kümmere mich mal hier rum. Back vom Waxing und ich habe nicht mitgefilmt, weil es ging echt so schnell. Ich habe komplett vergessen zu filmen. Ich hatte sowieso nur mein Gesicht gefilmt, also jetzt nicht falsch denken. Aber Leute, es war hart. Ich habe ja meinen Intimbereich gewaxt und ich habe das schon mal letztes Jahr gemacht vom Urlaub. Es war hart währenddessen, aber ich finde, es ging. Also ich finde, die Schmerzen lohnen sich für das Endergebnis. Und die Schmerzen sind jetzt komplett weg, also ich spüre gar nichts mehr. Wir sind dann zum Karlsplatz gefahren, haben Fleisch geholt für heute Abend. Und wir sind bei Hotel Amio. Hotel Mio, keine Ahnung, wie es heißt. Und haben was geholt. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir diese süße Obstschüssel geholt. Ich habe nämlich keine Obstschüssel. Ich habe mein ganzes Obst immer in so Aufbewahrungsgläsern aufbewahrt. Aber damit hat es jetzt ein Ende. Ich finde die richtig schön. Hier hat hier so ein Muster drin, ne? Yeah, and I really like it. Und das zweite Teil ist diese schöne Vase. Ich merke gerade, die ist schon ziemlich groß, aber ich habe nur eine Vase hier. Und Vasen kann man nie genug haben. Und die fand ich cute, passt hier rein. Jetzt brauche ich nur noch Blumen, die hier rein können. Okay Leute, ich bin wieder im Putzmodus. Übrigens bin ich mittlerweile auch fertig gemacht, weil ich eben einen TikTok gedreht habe. Jetzt heißt es aufräumen. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass wenn ich zurückkomme vom Urlaub, möchte ich, dass alles clean ist. Und deswegen mache ich jetzt einmal Deep Cleaning bei mir im Bad. Hier ist nämlich alles super unordentlich und super verteilt. Ich werde hier überall Staub putzen, das hier alles aufräumen. Ich glaube, dabei filme ich mich jetzt nicht, weil ich will mich einfach so darauf konzentrieren. Wir haben übrigens schon 9:30. Ich glaube, ich bin die schlimmste Vloggerin, die es gibt. Ich habe den ganzen Tag nicht gevloggt. Deswegen sage ich euch jetzt, was alles passiert ist. Ich habe meine Nägel gemacht. Und zwar habe ich mich für dieses Design entschieden. Ich hatte dasselbe Design schon mal mit Silberchrome und diesmal habe ich Gold gemacht, weil ich dachte mir, hey, wenn ich braun gebrannt bin, wird es richtig slay aussehen. Dann waren wir noch bei meinen Eltern, haben Pakete abgeholt, waren bei Dagi, haben mit Nelio gespielt und jetzt bin ich back. Und jetzt heißt es packen. Wir haben kurz vor 9, also ein bisschen spät, aber let's go. Ich habe mir einmal so Aufbewahrungsdinger geholt und die machen wir jetzt mal auf. Da sind nämlich so kleine Flaschen drin und da fülle ich jetzt ein paar Produkte um, damit ich nicht meine riesigen Container dafür mitnehmen muss. Und ich sehe auch gerade, was ganz geil ist. Hier sind so Sticker, die man aufkleben kann. Ich habe halt keinen Bock, diese ganzen fetten Dinger zum Beispiel mitzunehmen, weil das so viel Platz in meiner Kosmetiktasche wegnimmt. Ich hoffe auch, das läuft da nicht aus. Wir fangen an mit Shampoo. Irgendwie mies satisfying so zu machen. Wie krass, wie viel da rausgekommen ist, beziehungsweise wie viel da reinpasst. Ich hätte irgendwie gedacht, dass da weniger reinpasst. Ich denke mal, das reicht für 2 Wochen. Das wird wahrscheinlich eh reichen, aber ich mache mir immer so einen Kopf darüber. Okay, ich habe jetzt sogar alles hier reingefüllt. Guten Morgen. Ich zeige euch jetzt das nicht so glamouröse Leben eines Mädchens. Man erkennt es bei mir zwar nicht so gut, aber ich habe hier so Haare, so einen kleinen Bart, sage ich mal. Und den mache ich jetzt weg, weil mich persönlich stört das. Vor allem, wenn die Sonne drauf scheint, dann sieht man immer diese Haare und ich kann das einfach nicht ab. Und auch wenn ich eine Story mache, die Kameraqualität ist so gut, dass man einfach meine Haare hier sieht und deswegen müssen die verschwinden. Dafür benutze ich etwas, was, glaube ich, nicht dafür vorgesehen ist, aber es ist das Beste, was für mich funktioniert, und zwar Enthaarungscreme. Ich habe schon mal probiert, das wegzurasieren, es wegzuwaxen, aber ich habe immer Pickel davon bekommen. Da hatte ich hier immer ganz viele Pickel und das geht gar nicht. Deswegen nehme ich das hier. Und das Ganze lasse ich jetzt 5 Minuten wirken. Ein Nachteil davon ist, dass es jetzt ein bisschen rot wird um den Mund herum, aber ich finde das nicht schlimm. Ich packe jetzt einfach ein bisschen Creme drauf
auch ohne Duftstoff oder irgendwas. Und jetzt gehe ich in die Küche, werde da ein bisschen sauber machen und ja, mich auf die Abfahrt vorbereiten. Ich bin gerade bei Diego und zwar geht es jetzt um meine Haare. Ich werde sie nämlich wieder tönen. Ich habe die Extension schon rausgeholt. Heißt, ich werde sie tönen, schneiden, ich denke, meine Curtain Bangs ein bisschen kürzer machen. So Leute, ich habe noch gar nicht meine neuen Haare gezeigt. So sehen meine Haare aus. Wir haben die, wie gesagt, nur abmattiert, meinen Ansatz ein bisschen verblendet und so ein kleines Styling reingemacht. Mein Pony wurde auch gekürzt. Mittlerweile sind wir in Amsterdam angekommen. Morgen geht es auch schon weiter. Ich werde meine Maracujas essen, weil die habe ich mir noch geholt. Und bevor die dann zu Hause vergammeln, esse ich die einfach hier. Sehr sauer. Hiermit beende ich aber den Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich, folgt mir auf Instagram, TikTok, whatever. Bye, bye.